Oh, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Call of the Wild. Wir sind hier jetzt schon 20 nach 8. Rosa sollten langsam kommen. Samba sollten gehen. Davon steht aber irgendwo. Fisch. Und halt Samba. Da müsste eigentlich weg. Halt. Sim lieber gern. Ja, wir springen auf. Ja, also Rusa, wir haben hier ja schon Samba, haben wir ja schon hier. Genau. Rusa allerdings noch nicht. Und wenn wir dann hinschauen, das. Mach eine Rothirsche spazieren. Hintergrund. Da wissen wir, da sind 7 und ein 6er dabei, die kann fürs nächste Mal auf jeden Fall weg. Ihre Samba. Das hat allerdings auch weg. Aber schön. Ich. Da war Fuchs. Fuchs. Könnten wir auch noch mitnehmen, auf jeden Fall. Und ab 24 Uhr dann trinken Razorbacks und Kängurus, die will ich mir dann auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ich hätte wirklich gerne eine Statistik, wie hier schon so man schon erlegt hat. Das jeder gerne. Das interessieren nicht jetzt, wie viel ich habe, weil ich noch keinen Raid One oder so habe, aber ich würde halt interessieren, wie viel ich von welcher Tierart geschossen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mich interessiert jetzt nicht. Oh, ich habe schon 800, noch kein Raid One. Mich interessiert. Krass. 800 Rotschische schon. 600. Samhirsche, Beispiel. Scheiße, Alter, das muss. Nur müssen wir das eh ändern. Bleibt uns, wird uns zum Verhängnis hier immer. Gut. Dann werden wir das auf jeden Fall so
versuchen hier auch Rusa mal zu finden. Ist ja nicht, dass wir hier noch gar kein Trinkgebiet haben. Was haben wir? Unser Punkt schon von einem Damm ist. Doof. Was nicht? So hartnäckig. Ein Samba da auftragen. Könnte man nicht. Hier ist ein Samba. Keine Ruße. Bringt ja nix. Hey, ehrlich. Ehrlich, warum da nichts geht. Grad. Gefunden.
Jetzt hoffe ich aber. Ja, Sambas gibt es hier viele auf jeden Fall. Aber die will ich gar nicht. Ich will die Rusas haben. Und von denen gibt es hier nicht so viele. Geiles dabei. So, da kommt der erste Rusa. Den hätte ich gern. Jetzt, der muss jetzt da sein. Vierer. Oder geht oben. Bleib stehen. Liegt. Wir auch noch mit dem da drüben, der möchte. Ich habe auch einen Vierer. Stehen oder? Ich würde sagen, das passt. Der zweite Rusa dann hier, den wir haben.
Dem See, wir werden jetzt den da unten uns dann noch anschauen. Die. Das gibt's ja nicht, dass da nicht so viele sind. Könnte man den mitnehmen? Er hat. So, da hinten liegt er. Und am anderen hingeschossen weiß ich jetzt gar nicht. Und wenn wir uns den noch suchen, dann wird das auch schon gewesen sein mit dieser Folge. Wir haben einen See gefunden, wo es Rosa gibt. Ganz gut. Und da kann man schon mal arbeiten. Fix den Hund. Der Hund muss uns wieder mal helfen. Wo müssen sie hinlaufen? Jetzt hab ich mich zum Zelt gespawnt. Den jetzt ohne Hund das zu folgen. Also wo habe ich da hingeschossen? Ich hoffe, der Hund hat da jetzt keinen Fehler, weil...
Ah, da habe ich tatsächlich noch einen Fußweg. Vielleicht sollte er da irgendwo sein. Da ist er. Ja, und dann verabschiede ich mich mal hier, würde ich sagen. Ein Anblick auf den Bronze. Dann sich dann. Ob ich hab. Bei den Knochen getroffen. Deswegen war es nichts, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao, Weidmannsheim.